So, Freunde, die Kacke ist mal wieder am Dampfen. Das haben sich wohl, ohne dass ich das mitgekriegt habe, letztes Jahr im September Sinanji und Milano getrennt voneinander. Ich dachte bis heute, die werden noch zusammen. Ich versuche mal neutral an das Ganze ranzugehen und die haben wohl heute gegeneinander geschossen, gestichelt, was auch immer. Ihr habt mir das hier geschickt von der Schwester Halal Gossip, die hat das alles ziemlich gut zusammengefasst. Und zwar fing das alles an mit einem Posting von Sinan. Das heißt Red. Kennt ihr die Menschen, die alles und jeden versuchen abzuziehen, verarschen und am Ende behaupten, sie haben ein gutes Herz? Sie können Menschen reinlegen, aber nicht Allah. Daraufhin hat er Folgendes geschrieben. Als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Freunde, stellt euch mal Folgendes vor. Ihr findet einen einsamen, verwahrlosten Fuchs auf der Straße und wollt ihm von ganzem Herzen helfen. Er hat nichts, wirklich nichts. Ihr gebt dem kleinen Fuchs Obdach und helft, wo ihr nur könnt, um ihm auf die Beine zu helfen. Nachdem der Fuchs sich von seiner Vergangenheit erholt hat, integriert ihr ihn in die Familie. Stellt ihn jedem als dein neues Familienmitglied im Rudel vor. Ihr sorgt dafür, dass es dem Fuchs an nichts fehlt. Ihr schließt diesen Fuchs so sehr in euer Herz, dass ihr aus dem Fuchs einen wahren Wolf machen wollt. Mit aller Kraft und allen erdenklichen Möglichkeiten gebt ihr stets euer Bestes, denn er soll schließlich kein kleiner Fuchs mehr sein, sondern ein wahrer Wolf. Viele wollen den falschen Fuchs nicht als Wolf ansehen, denn unter Wölfen hat ein Fuchs nichts verloren. Ihr zieht wahrlich in den Krieg für den Fuchs. Ihr geht Konfrontationen mit anderen Wölfen ein, um diesen unmissverständlich klarzumachen, dass er ein Teil des Rudels ist und sie es sich nicht ansatzweise wagen sollen, die Position des Fuchses unter den Wölfen in Frage zu stellen. Im Endeffekt, was will er damit sagen? Er hat ihn reingeholt, niemand kannte Milano vorher, der Fuchs ist Milano, ich brauche euch das eigentlich hier nicht zu erklären, aber nur damit ihr versteht, was er hier meint. Er hat Milano von der Straße geholt, niemand kannte ihn, mittlerweile hat er über 100.000 Follower, der Milano. Ich kenne ihn, viele von euch kennen ihn, er hat Musik gemacht. Er hat ihn groß gemacht. Die haben sich dann wohl getrennt, nachdem diese Badewannengeschichte von Sinan war, wo dieses Video aufgetaucht ist, sind die getrennte Wege gegangen. Milano hat viele Vorwürfe immer wieder gemacht, gestichelt und so. Dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall, bis hierhin versteht ihr ungefähr, worum es geht. So wie Gott es wollte, wurde der Fuchs schließlich akzeptiert und marschierte voller Stolz mit im Wolfsrudel. Der Fuchs genießt zunehmend mehr Ansehen und fühlt sich sichtlich wohl in seiner Rolle. Doch mit dem Ansehen kam leider das Misstrauen. Der Fuchs fragte sich, ob er selbst nicht der wahre Wolf unter vielen Füchsen sei. Geblendet von seiner Ideologie entschloss sich der kleine Fuchs, dem Wolfsrudel den Rücken zu kehren. Er missachtete all die Taten, die das Wolfsrudel für ihn bestritt, nur um sich alleine als falscher Wolf auf die Reise zu machen. Schließlich ist er ja jetzt ein Wolf mit Ansehen und kein kleiner Fuchs mehr, so glaubt er. Doch eines Tages lief der falsche Wolf an einem Spiegel vorbei. Reflektiert von all seinen guten, aber auch schlechten Taten, musste der falsche Wolf voller Trauer und Schrecken leider die Erkenntnis machen, die ihn wie ein Blitz traf. Denn was der Fuchs im Spiegel sah, war leider das, was er über all die Zeit mit den Wölfen aus seinen Augen nicht wahrgenommen hat. Er ist und war immer ein kleiner, hinterhältiger Fuchs. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Ja, so ein kleiner Roman hier von Sinan und das ließ sich Milano natürlich nicht gefallen und hat daraufhin das hier geantwortet. Zum Glück glaube ich an meine eigenen Lügen nicht, sonst wäre ich genauso geblendet wie manch anderer. Es gibt nur einen, der alles sieht. Alhamdulillah. Und er setzte einen nach, denn auf dem Roman folgt meistens ein Roman. Und er schrieb, sie versuchten, meine Karriere zu ruinieren, indem sie mir verbieteten, von meiner Musik zu leben und frei zu sein. Sie ließen mich allein, als ich sie brauchte. Sie hinderten mich am Arbeiten und daran, mich über meinen Rahmen hinaus zu entwickeln. Haben mir verboten, mit meinen Freunden, anderen Künstlern, meinen Brüdern in Kontakt zu sein. Haben mir meine Türen mehrfach geschlossen und erlauben sich heute von reinem Herzen und Loyalität zu sprechen und. Sie bringen mich zum Lachen. Du spielst das Opfer, obwohl du und ich die Wahrheit kennen. Du bist kein guter Mensch, aber da ist jemand, der alles weiß und alles sieht. Alhamdulillah. Und von jedem wird die Zeit kommen. Ja, Freunde, so viel dazu. Ja, es wird wieder gestichelt im Hintergrund. Am Anfang dicke Brüder gewesen. Mir kommt es so vor, als hätte Milano sich gedacht, boah, krass, Sinan hängt gerade mit stabilen Jungs ab. Die sind sehr bekannt. Die haben sehr, sehr viel Reichweite. Sinan natürlich selber auch. Und ja, wäre doch geil, wenn er mich hochbringt. Und irgendwann, wenn ich an meinem Peak angelangt bin. Und so ist es leider Gottes bei den meisten Menschen. Wollen die mehr, als sie haben. Das heißt, mein Ratschlag an beide. Geht einfach getrennte Wege. Streitet euch nicht öffentlich miteinander. Ja, das ist ja öffentlich.
deswegen reagiere ich ja überhaupt drauf. Sowas kann man auch privat klären. Aber warum sowas privat klären, wenn es auch öffentlich geht? Denn im Endeffekt ist das ja auch eine Art Promo. Im Endeffekt profitieren beide Seiten davon. Von daher sei es ihnen gegönnt und ich profitiere natürlich auch davon. Ein paar Klicks hier und da mal abstauben. Das war's dann mit dem Video, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.